kommen schon wieder. Wir singen und spielen. Oh, wir sind hier, weil wir in Jage gegen den Fliegerhorst demonstrieren und blockieren. Wir sind hier, weil von Jage Krieg ausgeht. Wir sind die Lebenslaute. Wir sind eine gewaltfreie Aktionsgruppe, die es seit mehr als 30 Jahren gibt. Wir sind so ein lockeres Bündnis von Profimusikerinnen und Amateurmusikerinnen. Wir treffen uns einmal im Jahr zu einer großen Sommeraktion und diesmal hier für den Fliegerhorst, um hier gegen das Übungsgeschehen nicht nur zu protestieren, sondern heute auch richtig einzugreifen. Dieses ist der Ort, an dem die Spezialkräfte für Großdrohnen der Bundeswehr sind. Von hier aus, von dieser Einheit, werden die Heron-1-Drohnen in Afghanistan und in Mali bedient. Die entwickeln die Zielkoordinaten, die dann nachher von Bombern aus Großbritannien, USA oder Frankreich zerstört werden. Ja, heute Morgen um 5.30 Uhr sind wir hierher gekommen. Wir waren rund 100 Personen, 80 Musikerinnen und Musiker, ungefähr 20 Unterstützerinnen und Unterstützer und haben uns hier auf die 11 Zufahrtstore zu diesem Luftwaffenstützpunkt hier in Schleswig-Jagel dann verteilt. Und da ist es uns eben gelungen, dann tatsächlich alle Zufahrten dicht zu machen. Und die Soldatinnen, die hier morgens mit ihren PKWs reinkommen, die mussten erstmal wenden. Die Rolle, die Musik einnimmt, fand ich schön. Das hat mich beeindruckt. So eine Art, so eine Form des Protestes gefällt mir sehr gut. Das spricht mich an. Kultur und Kunst zu verbinden mit politischer Aktion finde ich einfach immer einen guten Weg. Wir glauben, dass das medial jetzt heute gut funktioniert hat und dass die Bilder und unsere Aktion sehr wichtig waren und hoffen, dass die Leute, die hier vor Ort leben, das den Protest dann weitertragen können, dass darauf auch bundesweit aufmerksam gemacht werden muss, dass hier wirklich ein Kriegsstandort ist und nicht nur Tornados, die scheinbar irgendwie Aufklärung machen. Das ist nicht so. Also diese Tornados sind jetzt schon an Kriegshandlungen beteiligt.